Hallo YouTube, ich bin's SK von Möbius Gaming und ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß im letzten Monat, denn es gibt neue Spiele. Als erstes haben wir für die PS4 Pixel Junk Shooter Ultimate. Bei diesem Spiel fliegen wir mit bis zu einem Freund in kleinen Fliegern durch verschiedenste Level und versuchen, alle Überlebenden dort zu retten. Klingt erstmal einfach, muss es aber nicht sein, denn um die kleinen Männlein zu retten, müssen wir verschiedene Dinge schaffen, wie zum Beispiel Geröllwände zerschießen oder kleine Wasserkugeln einsammeln, mit denen wir Lavaflüsse erkalten können. Sind alle Überlebenden gerettet und oder tot, geht es zum nächsten Level. Und ruckzuck geht's zum zweiten Titel für die PS4. Trine 2. Eine märchenhafte Welt und drei Helden, die durch ein Missgeschick zu einer physikalischen Person zusammenschmelzen und jede Menge Jump'n'Run-Spaß ergeben ein tolles Spiel. Wir steuern immer nur einen der drei Helden zu einer Zeit, können aber durch einen Tastendruck sofort zu einem anderen Helden wechseln. Und das Schöne daran ist, jeder dieser drei Helden hat einzigartige Fähigkeiten, die wir brauchen, um die kleinen Rätsel zu lösen. Oder einfach nur die Gegner umzukloppen. Umkloppen sollte man die Gegner beim nächsten Titel nicht unbedingt, denn es ist NBA 2014 für die PS3. Wer total gerne Basketball spielt oder anguckt, kommt bei diesem Spiel sofort voll auf seine Kosten. Alles, was das Herz begehrt eines NBA-Liebhabers. Und obendrauf kommen sogar noch die 14 besten Teams Europas. Das zweite Spiel für die PS3 entstammt dem Genre des postapokalyptischen Survival-Horrorspiels. Es handelt sich um Lone Survivor. Dabei hüpfen wir in die Rolle eines kleinen maskierten Mannes und versuchen aus einer Stadt herauszukommen, die von einer üblen Krankheit heimgesucht wurde, welche Menschen in Mutanten verwandelt. Und das Survival in der Genrebezeichnung steht natürlich dafür, dass wir nur sehr begrenzte Ressourcen haben, um aus dieser Stadt herauszukommen. Das fünfte Spiel im Juni und das erste Spiel für die PS Vita ist Dragon's Crown. Bei diesem Side-Scroller-Beat'em-up-Spiel versuchen wir alleine mit einem Bot oder mit einem Freund einen dunklen Dungeon zu erkunden und jede Menge Reichtümer zu finden. Hey, natürlich stehen uns jede Menge Gegner im Weg, die wir durch irgendwelche tollen Skills und Combos einfach umhauen. Zu Beginn stehen uns übrigens sechs verschiedene Charakterklassen mit verschiedenen Skills zur Auswahl. Bevor ihr mir jetzt hier durch mein ganzes Gelaber vollkommen einschlaft, ganz schnell zum letzten Spiel des Monats, einem Puzzle-Game. Bei Search Deluxe für die PS Vita geht es um Schnelligkeit und unser Gehirn. Wir müssen gleichfarbene Blöcke miteinander verbinden und so Explosionen bringen, um den Level zu schaffen. Und umso schneller wir das schaffen, umso mehr Punkte bekommen wir. Das sind die Spiele für den Monat Juni. Sechs Stück an der Zahl, zwei pro Konsole. Zwei Stück davon sind übrigens Cross-Buy-Titel. Das ist einmal Lone Survivor und Pixel Junk Shooter Ultimate. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Monat. Ich bin's, euer SK. Macht's gut. Tschö.